Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal am 11.06.2020. Heute war Sonja da. Es war ganz lustig und sehr nett. Sie war ja die ganze Woche nicht da und morgen kommt sie auch wieder. Und sie hat mir sehr gefehlt und ich habe mich sehr gefreut, dass sie gekommen ist. Und es war ein insgesamt schöner Tag. Auch das Wetter war schön. Es hat noch nicht geregnet heute. Es ist gerade mal 20:09 Uhr. Ich war etwas länger auf, weil ich gedacht habe, dass ich heute mein Handy verkaufe, aber der Verkäufer hat sich nicht mehr gemeldet. Und mir geht's auch ganz gut heute, besser als gestern. Hier habe ich noch eine Kruste, also nicht mal mehr eine Kruste, sondern einen roten Fleck. Und mein Gesicht wird wieder besser. Also die Haut wird reiner. Und hier habe ich noch einen roten Fleck. Und sonst ist alles abgeheilt. Hier bin ich noch etwas rot. Aber mit Sonja war es heute super. Viel entspannter als mit Claudia. Aber ich mag Claudia auch. Das soll nichts Negatives heißen. Aber es ist oft leichter, mit jemandem zu reden, der jünger ist oder gleich alt. Und es war insgesamt einfach nicht so nachdenklich und nicht so gestresst und wie es bei Claudia oft ist, weil sie noch neu ist und so. Aber ich mag Sonja halt sehr und komme gut mit ihr klar. Ich komme auch gut mit Claudia klar. Aber da ist es einfach noch ein bisschen Gewöhnung. Und ja, das wird einfach noch etwas dauern und ist nicht so einfach. Aber morgen kommt Sonja auch. Und übermorgen. Und dann kommt wieder Claudia. Mir geht's heute viel besser. Ich bin nicht so angespannt und fühle mich wohler und bin nicht mehr so traurig und wegen der Adoptionsgehilfin, die verstorben ist. Irgendwie macht mich das schon traurig und das ist nicht in einem Tag gegessen, aber es geht mir deutlich besser heute und ich fühle mich einfach wohler und hatte viel Spaß mit Sonja und sie war auch bis 18:30 Uhr da. Mit Claudia halte ich es noch nicht so lange aus, weil ich mich da sehr konzentrieren muss und meine eigenen Ansprüche sehr hoch sind. Ich bin aber heute schon sehr müde, obwohl ich lange geschlafen habe, bis um 11 Uhr. Ich bin heute lange nicht wach geworden, richtig. Hab irrsinnig lange gebraucht, bis ich richtig wach war und fast bis Sonja gekommen ist. Und dann hat's noch immer eine Weile gedauert, bis wir in Gespräch gekommen sind. Und deswegen hängt mein Auge auch schon wieder, weil ich müde bin. Und aber es ist ein besserer Tag als gestern und darüber bin ich froh. Und morgen ruft hoffentlich Kerstin an. Die wollte ich heute nicht belästigen. Weil Feiertag ist. Morgen ist auch wieder mein Vater zu Hause. Und ich möchte meinen Vater davon überzeugen, dass 150 € von der Tasche für meinen Geburtstag sind. Und
Die 200 €, die überbleiben, zahle ich ihm dann, wenn mein Handy verkauft ist, zurück. Und ich weiß nicht, ob ich ihn davon überzeugen kann, dann bekomme ich die Tasche erst im August, aber damit kann ich leben. Vorfreude ist die schönste Freude. Und ja, viel passiert ist heute nicht. Wir waren draußen, haben geraucht, getratscht, Kaffee getrunken. Also wie jeden Tag mit jeder Assistentin. Haben auch nichts geputzt. Das ist momentan nicht notwendig, weil wir erst alles gemacht haben. Und ja, es war ein ganz lockerer Tag. Es war schön warm und es ist noch immer warm und hell. Weil das Fenster noch nicht runtergezogen ist und noch offen ist. Ich kann nur sagen, mir geht's gut. Es gibt nicht viel Neues und der Verkäufer, der mein Handy kaufen wollte, schafft es nicht, sein altes Handy zu verkaufen. Deswegen kann er sich das neue nicht leisten. Und deswegen verzögert sich das Ganze. Ich gebe ihm jetzt noch Zeit bis am Samstag. Und wenn er dann nicht kommt und sich das Handy holt, dann suche ich mir einen anderen Käufer. Aber ich hab's vom Reserviert rausgenommen. Und wenn sich jemand melden will, auf will haben, ist es zu finden. Aber nur mit Barzahlung und Abholung. Und es hat mich ein bisschen genervt heute, weil ich den ganzen Tag auf den Verkäufer gewartet hätte. Und oder den Käufer gewartet habe. Und der dann im Endeffekt jetzt abgesagt hat. Und das war etwas anstrengend heute, aber naja, der Rest war ganz schön. Ich denke gerade drüber nach, was ich euch sonst noch erzähle. Ich muss nächste oder übernächste Woche Katheter wechseln und meine Mutter muss zu Hause jetzt ein anderes Antibiotikum besorgen, weil mir auf das, was ich jetzt immer nehme, so schlecht wird und so schwindlig. Und das ist es, glaube ich, nicht wert, wenn ich 5 Tage Antibiotika nehme, dass mir dann die ganze Zeit schlecht ist und ich brauche ja nur wegen dem Katheterwechsel. Aber ob es ein anderes gibt, weiß ich nicht. Es ist halt bei Blasenantibiotika, muss es immer was Spezielles sein und das ist immer ein Problem. Und mit den Keimen, die ich in der Blase habe, ist es halt schwierig. Durch den Todesfall haben die bis Montag zu. Und dann muss meine Mutter dahin fahren und das ausmachen. Und dann kann ich 5 Tage später Katheter wechseln. Also so in 1,5 Wochen. Und der Neurologe ist auch noch nicht kontaktiert. Also der Hübel oder in seinem Bild. Weil ich das, wie gesagt, ohne Draht machen möchte und der Draht sehr weh tut. Und das macht nur der Übel und nicht der Lindner. Und das sind einige organisatorische Dinge. Am 19. fahre ich wieder zu Kirsten, aber ich glaube, das habe ich gestern erzählt. Ich freue mich schon voll drauf. Das ist der nächste Freitag.
Sonst gibt es nicht so viel Neues. Bei Christoph bin ich am Montag wieder in der Früh. Dann müssen wir der Volkshilfe noch Bescheid sagen, dass die nicht kommen brauchen, weil ich Montag früh von der Rettung nach Amstetten gebracht werde. Ich hoffe, dass ich in der Rettung zukünftig auch keinen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, weil das letzte Mal ist er mir abgerissen und dann haben sie gesagt, ich brauche keinen. Und ich hoffe, das ist beim nächsten Mal auch so. Sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Schaut auf meinen Blog, das ist der erste Link in der Infobox. Da gibt's ein paar Neuigkeiten. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wegen den Aufrufzahlen und so. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag morgen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Update. Ciao. Eure Ines.